Landeshauptmann Markus Wallner, der ehemalige Landesrat und bisherige Präsident der Wirtschaftskammer Manfred Rhein ist in der Nacht auf Freitag überraschend verstorben. Wie haben Sie diese Nachricht aufgefasst? Wir haben die Nachricht erhalten, dass Manfred Rhein in der Folge eines Hirnschlags offensichtlich verstorben ist. Das macht uns tief betroffen. Wir sind bestürzt, auch traurig über diese Nachricht, die sich heute bestätigt hat, die wir bekommen haben. Wir verlieren insgesamt für Vorarlberg eine sehr starke Persönlichkeit in der Wirtschaft, persönlich einen politischen Weggefährten, einer, der in der Regierung besonders aktiv gewesen ist als Landesrat, aber auch eine Persönlichkeit, die sehr geradlinig war, eine Persönlichkeit mit einem sehr starken Charakter, auch mit viel Humor und Geselligkeit. Ich könnte auch sagen, einen guten Freund in manchen Phasen, auch einer, der mir immer wieder auch politisch sehr zur Seite gestanden ist. Das Land verliert eine große Persönlichkeit der Wirtschaft. Und als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir schockiert, bestürzt, betroffen. Das macht traurig, an einem Tag eine derartige Nachricht zu erhalten. Ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie. Unsere Gedanken sind in dieser Stunde bei seiner Frau Angelika, aber auch bei seinen Kindern, bei der Familie insgesamt, denen wir auch zur Seite stehen wollen, unser Beileid zum Ausdruck bringen. All unsere Gedanken gehören jetzt der Familie.